So, Freunde, da bin ich wieder zurück bei Rust. Ja, ich habe nachgeguckt, wie man Sachen abreißt und ich habe erstaunlicherweise absolut keine Antwort gefunden. Ja, das Problem bei Rust ist, glaube ich, dass es sich aktuell echt überschneidet mit altes Rust und neues Rust und keine Ahnung. Das offizielle Wiki ist auch noch nicht richtig abgedatet irgendwie. Naja, und ich habe mich einfach entschlossen, dass ich mich neu aufbauen werde, weil jetzt habe ich ja ein Schloss und dann werde ich hoffentlich nicht mehr in so eine blöde Situation kommen, dass ich hier irgendwie, keine Ahnung, dass ich hier irgendwie mich zubauen muss und dann nicht mehr vernünftig raus und reinkomme und ne, ne, ne. So weit will ich gar nicht erst anfangen. Die Bude da, die kann sich derjenige meinetwegen zurückholen und machen, was er will. So, und ich habe mir nämlich einen Ort ausgesucht, wo ich mich gerne aufbauen möchte. Und ich glaube, ich versuche mich echt mal in dieser Höhle da aufzubauen. Diese Höhle da, die bietet sich doch quasi an. Na, Hirsch, Hallöchen. Dich kriege ich gar nicht erst, oder? Das Ding bietet sich doch an. Guckt euch das an. Kann ich hier dann vielleicht irgendwie zubauen? Wobei, dann müsste ich da oben auch noch irgendwie zubauen, oder? Dann hier irgendwie rein. Das probiere ich mal, ey. Das probiere ich mal. Wenn das geht, wenn ich hier irgendwie zubauen kann, wäre es natürlich richtig, richtig geil. Warte mal, wo ist das Fenster? Wo ist das Fenster dann, wo ich dann auch noch zumachen müsste? Hier müsste ich erstmal irgendwie hochkommen. Ach, da. Ja, das müsste ich dann irgendwie auch noch zumachen. Hier könnte ich ja dann vielleicht eine Treppe hochbauen. Also ich glaube, hier in der Höhle werde ich mich sehr, sehr wohl fühlen. Das Haus da, das hat ja irgendwie sowieso scheiße gebaut. Ja, das ist doch totaler Käse. So, mal gucken. Was kann ich denn schon machen hier? So, wollen wir mal gucken. Was haben wir denn hier? Foundation. Ja, Foundation klingt doch schon mal sehr gut. Foundation. So, hier hin. Ja. Ja, ich weiß nicht, da hinten geht es dann recht steil runter. So. Ach ja, hammergeil. Alter, diese verzögerten Fußschritte, die machen mich wahnsinnig. Naja, die Foundation steht jetzt nicht wirklich optimal. Links und rechts ist noch so eine kleine Lücke, da muss ich mir wieder noch was einfallen lassen. So, vier Stairs. Wieso kann ich hier... Das ist jetzt Scherz, oder? Komme ich jetzt nicht mehr raus? Wollte mich verarschen. Wieso kann ich hier drin? Oh nee, nicht im Ernst, oder? Ich komme jetzt nicht mehr raus. Wollte mich verarschen. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Nein, ich will da nichts draufbauen. Alter, echt jetzt? Komme ich jetzt nicht mehr raus? Oh doch, Alter, ich komme noch raus. Wieso kann ich denn hier jetzt keine Stairs irgendwie dran bauen? Was ist das für eine Scheiße? Foundation. Noch eine Foundation. Can't afford place. Wieso nicht? Kacke, kacke, kacke. Okay, das Ganze könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden. Ich habe so irgendwie Schiss, da reinzuspringen. Komme ich hier irgendwie seitlich? Achso, ich komme hier raus. Ah, okay. Wenn ich hier irgendwie drauf springe. Na? Okay, warte mal. Man kommt hier auf jeden Fall wieder raus. Nein,
Du sollst es da dran bauen, du sollst es, wenn dann hier unten hinbauen. Gekannt. Mach das doch hier irgendwie hin. Can't afford place. Ach, kann man hier jetzt nichts bauen wegen dem Stein oder was? Ach, das ist doch behindert, ey. Boah, nee, ey. Okay, ich glaube, in dieser Höhle hier kann man nicht wirklich irgendwelche Sachen platzieren. Weil... Kann ich hier... Ach Mann, jetzt kann man hier in der Höhle echt nichts reinplatzieren. Das ist ja behindert, ey. Okay, dann habe ich jetzt gerade ein bisschen Holz verschwendet. Was ist das denn jetzt? Spoiled Wolf Meat. Wieso sind diese vier Mietstücke jetzt spoiled? Habe ich überhaupt noch Holz? Ich habe gar kein Holz mehr, oder? Habe ich jetzt echt all mein Holz verballert für diese letzte Foundation hier? Okay, Freunde, wir brauchen Holz. Und wir brauchen doch einen anderen Spot. Das ist natürlich scheiße. Ich hatte mir eigentlich schön den Plan gemacht, dass ich mich in dieser Höhle da aufbaue. Aber man kann in diesen Steinen, beziehungsweise auf diesen Stein irgendwie nichts platzieren. Das ist natürlich kacke. Das ist natürlich richtig, richtig kacke. Aber okay. Machst du nix, ich sammle jetzt erstmal wieder Holz. Da müssen wir uns echt irgendwo niederlassen und uns eine vernünftige Budi irgendwo hinbauen. Aber okay, das macht ja nichts. Dann machen wir das halt. So, klopfe erstmal schön auf diesen Baum hier ein. So, da ist der Baum auch schon weg. Schade, die Höhle hätte sowas, sowas Sneaky-haftes gehabt. Die Höhle hätte echt sowas Sneaky-haftes gehabt, aber okay. Hätte ich mir eigentlich denken können, dass man in diesen Stein nichts reinbauen kann, weil die Sachen... Ja, die Steine werden halt noch nicht richtig simuliert. Und dann würde ich halt durch die Steine durchbauen und das akzeptiert das Spiel dann wieder nicht. Ja, hätte ich mir eigentlich denken können. So, komm mal lieber, hau drauf. Tja, die Frage ist natürlich, wo bauen wir uns auf? Wo baue ich mich auf? Wo lasse ich mich nieder? Auf jeden Fall muss ich mich ja dann auf einer Grasfläche niederlassen, weil Steine... Naja, wenn Tiere da durchglitschen und man da nicht wirklich was draufbauen kann, dann ist das natürlich auch scheiße. Lol, erstmal runtersliden. Ich hoffe ja doch auf ein paar weitere Fässer. Die Frage ist jetzt, kann ich jetzt diese vier Stücken Fleisch irgendwie nicht mehr essen? Auch wenn ich mir die brate, kann ich jetzt gar nicht mehr essen oder so, weil ich die Zeit irgendwie verpennt habe. Das wäre natürlich interessant zu wissen. Hatte ich eigentlich gesagt, dass ich die Grafik ein ganz klein bisschen nochmal runtergedreht habe, weil ich die Hoffnung habe, dass dann vielleicht die Tiere nicht mehr so derbe rumglitschen oder andere Spieler vielleicht oder so. Ja, hier kann ich gar nicht hochgehen. Komm du... Alter, geh doch da hoch, ey. Was war das? Ich glaube, ich habe wieder nur meine eigenen Schritte gehört. Wo lassen wir uns dann nieder? Ich weiß es ehrlich gesagt absolut nicht. Das ist auch ein Wildschwein. Gibt es überhaupt schon böse Tiere? Ich meine, ich habe irgendwie was von einem Wolf gehört oder so. Da ist eine Stadt. Da ist eine Stadt und die ist auf jeden Fall radioaktiv. So viel kann ich euch sagen. Da ist ein Leuchtturm. Da ist die Schneewelt.
So, was ist die Map gar nicht, kann das sein? Wenn ich hier weitergehe, bin ich da etwa schon wieder bei meiner alten Hütte? So groß ist die Map echt nicht. Ja, du Wildschwein, renn doch weg. Na, es. Da braucht gar nicht hinterherrennen. Das hat keinen Sinn. What the? Warum überrascht mich das eigentlich doch, dass diese Wildschweine teilweise mit Lichtgeschwindigkeit wegrennen? Ich glaube, ich sollte mich echt im Wald aufbauen, weil da habe ich wenigstens so einigermaßen Schutz. Also Sichtschutz, dann findet man mich nicht so mega schnell. Und ich habe leichten Zugang zu Holz. Vielleicht so hier in diesem Tal. Wobei, wäre ein Tal sinnvoll, da kann man von oben leicht beschossen werden. Ich würde mal sagen, ich nutze gerade die Gunst der Stunde. Ich gucke mich mal gerade um. Ich sehe aktuell nichts anderes. Ich nutze mal die Gunst der Stunde und hole mir mal noch ein bisschen Holz. So. Dumm, die dumm, die dumm. So, alles klar. Wo bauen wir uns auf? Oder vielleicht hier so? Es hätte natürlich schon was. Hier so auf dieser Fläche. Ja, das hätte was. Ja, genau. Hier so. Dann könnten wir immer schön auf die Stadt blicken, könnten dort schön looten. Ich glaube, hier bauen wir uns auf. Jetzt hoffe ich natürlich nicht, dass der andere Mongo hier ankommt und es hier auch für Eier geht. Das wäre natürlich richtig scheiße. So, ja, Foundation, das stimmt schon mal. Wo fangen wir denn an? So. So und so. Bauen wir uns erstmal hier drei solche Dinger hin. Zack, zack, zack. So, habe ich erstmal so 6 Foundations hingestellt. Das ist zum Glück überhaupt nicht übertrieben groß oder so. Nein, überhaupt nicht. So, die 6 Foundations haben uns natürlich jetzt schon wieder eine Menge Holz gekostet. Aber Holz gibt es hier zum Glück mehr als genug. So, erstmal ein bisschen drauf rumkloppen. Ich glaube, bei hier noch vielleicht ein bisschen drauf rum. Ich würde die Bäume ungern wegmachen, weil ich weiß nicht, wie schnell die respawnen. Und sollten die gar nicht respawnen. Ich dachte, hätte ich was gesehen. Und sollten die gar nicht respawnen, wäre es natürlich auch scheiße. Weil, ja, sollten die gar nicht respawnen, haben wir nicht mehr so einen geilen Sichtschutz. So, alles klar. Dort könnten wir dann immer looten gehen, so am Anfang von jeder Aufnahmesession oder so. Das würde natürlich gehen. So, Pillar. So. So. So und so. Jetzt nehmen wir mal ein paar Pillars hin. Wie mache ich das denn dann? Soll es dann zu dieser Seite auch rausgehen? Ich würde sagen, ja, ne? Es wird sich jedenfalls anbieten. Wieso kann ich hier denn... Wieso kann ich hier vor keine Stairs machen? Kann man das mal jemand verraten?
diese verzögerten Schritte, ey, das müssen die fixen. Das macht einen wahnsinnig. Das macht einen absolut wahnsinnig, diese verzögerten Schritte. Ich könnte mich hier auch dann mal voll sneaky in die Büsche verstecken. So, ah, hahaha, mich sieht man nicht hier. Ja. Wobei so ein total nackter Mann mit zwei Gummistiefeln ist jetzt sicherlich, naja, nicht ganz so unauffällig. Ob es beim Leuchtturm auch irgendwie was Geiles gibt? Aber wieso kann ich hier nicht? Ich will hier keine Stairs drauf machen. Ich will... Okay. Okay, ich sehe schon, wir müssen das irgendwie anders machen. Wir müssen das irgendwie anders machen. Okay, kommt man hier hoch? Ja, hier kommt man hoch. Das ist ja noch ein Leuchtturm. Okay, ich brauche noch eine Foundation. Und zwar hier. So, dann ist das quasi die Plattform, wo man drauf springt. Und hier ist dann quasi die Tür. Dann machen wir das so rum. Man wird ja echt ein bisschen paranoid. Okay, dann brauche ich aber noch mehr Pillars, oder? Dann brauche ich definitiv noch mehr Pillars. So. So, hier auch noch hier welchen. Wie? Can't afford to place. Ach, ich habe kein... Habe ich nicht mehr genug Holz? Ach, konnte ich eben nicht mehr in der Höhle bauen, weil ich nicht mehr genug Holz hatte oder so? Das kann natürlich sein. Na, okay, jetzt gehe ich auch nicht mehr zurück in die Höhle. Vielleicht hatten wir einfach nicht genug Holz. Das kann natürlich sein. Möglich, möglich, möglich. Jetzt habe ich den Baum doch weggemacht und ich habe schon hier Schritte gehört. Ey, das macht mich so wahnsinnig. Das glaubt ihr gar nicht. Scheiße, da hätte ich die Höhle ja eben doch irgendwie bauen können, aber na egal, komm, der Spot ist sowieso geiler. Wenn wir uns hier eine richtig geile Bude aufbauen, dann können wir immer schön in die Stadt und looten gehen, auch wenn uns die Radioaktivität wahrscheinlich umbringen wird oder die beiden Leuchttürme besuchen, mal gucken. Der Spot ist richtig, richtig geil, direkt neben so einer radioaktiven Stadt. Aber erstmal brauche ich Holz. Ich kann es nicht ändern. Tü, 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 tü. Holz, Holz, Holz. Der Blub braucht Holz. Es wird langsam Nacht. Das heißt, wir sollten uns ein bisschen beeilen. Jedenfalls wird es bei mir Nacht. Das heißt natürlich nicht, dass es bei den anderen auch Nacht wird. Bei mir wird es Nacht. Ja, das Blöde ist bei Rust ja auch, dass es schon so etwas von Kill on Sight hat. Das ist natürlich blöd. So, machen wir hier auch mal Pillars hin. Okay, so, was brauche ich dann? Doorway. So, dahin. Wall. So, mal gucken, wie viel wir ziehen können, bevor wir wieder Holz brauchen. Ja, noch haben wir was. Ja, und schon ist uns wieder das Holz ausgegangen. Leck mich doch am Arsch. Ich frage mich, ob ich das Dach erstmal auflassen sollte oder ob ich das... einfach zumachen soll. Weil, ach Moment, ich muss ja auch diesen Schrank irgendwie noch aufstellen irgendwo. Das darf ich natürlich nicht vergessen. Jetzt habe ich den Baum da weggemacht, egal.
Egal, egal, egal. Wie kann man eigentlich nachgucken, wie viele andere Spieler in-game online sind? Und ich frage mich, ob die Bäume hier respawnen, wenn ich die ganz weghaue. Ich hau die mal nicht ganz weg. Alter, ich dachte, da oben steht jemand, dabei war das nur das Blatt von dem Baum. Alter Vater. Komm Junge, gib Gas, es wird dunkel, wir brauchen Holz. Ich will auf jeden Fall schon mal die Grundmauer stehen haben und die Tür vielleicht, wenn es geht. Das wäre mir sehr, sehr lieb. Wie gesagt, so eine Bude hat man sich ja schnell hochgezogen, das dauert jetzt nicht so mega lange. Na komm. Alter, jetzt nimm doch diesen Baum hier. Nimm doch diesen Baum hier. Ich bin jung und brauche das Holz. So. Alles klar. Dann zücken wir wieder unseren Speer. So, okay. Okay, okay, okay. Weiter geht es mit den Walls. Eigentlich hätte ich auch gerne... Nee, wobei, unten Fenster ist keine gute Idee. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wooden Door. Ja, Wooden Door klingt gut. In welche Richtung soll die Tür aufgehen? So. Sehr gut. Alles Klärchen. Das sieht doch schon mal gut aus. Hier kann man auch ein bisschen durchgucken durch die Ritzen. Ja, das ist ja schon mal halbwegs sicher. Jetzt muss ich mir nur was überlegen. Ich muss mir ja irgendwo dieses Ding hinstellen. Diesen Schrank. Ich lege mal den Bogen weg und den Hammer. Weil, ganz ehrlich, die Sachen funktionieren ja irgendwie sowieso nicht so super. Was, ist die Tür schon fertig? Ja, noch nicht ganz. Alter, wird das dunkel. Wird das dunkel? Leck mich am Arsch, wird das dunkel. 100 Low-Grade Fuel. Kann ich mir das Zeug eigentlich machen? Low-Grade Fuel. Ich könnte mir tatsächlich irgendwie sowas machen. 2 Animal Fett, ein Close. Oh, ich sehe schon, wir müssen noch jede Menge Tiere irgendwie killen. 1000 Wood braucht man für so ein Ding. Ein Lock. 10 Me- Oh nein. Code Lock. Ach so, ah, verstehe. Mit diesem Lock kann nur... Ach so, es gibt... Moment, es gibt neuerdings zwei Arten, Türen zuzuschließen. Das wusste ich ja noch. Lol, Alter, es ist dunkel. What the fucking hell ist das dunkel? Alter, ich sehe gar nichts mehr. Und wenn ich jetzt mit der Fackel rumrenne, bin ich ein lebendes Ziel. Okay. Tür öffnen und Tür schließen geht. Alter, ich brauche einen Campfire. Leck mich am Arsch. Ich brauche einen fucking Campfire. Campfire 100 Wood. Haben wir noch. Okay. Eine Minute. Wollte ich mich verarschen. Ich muss jetzt hier echt eine Minute stehen bleiben und das Campfire craften. Das ist doch ein Witz, ey. Das ist doch ein Witz. Ich könnte mir aber natürlich noch währenddessen andere Sachen craften. Ich könnte mir zum Beispiel eine Hose craften mit 30 Clothes. Aber ganz ehrlich, ich brauche eigentlich die Clothes für dieses Low-Grade Fuel. Ich brauche einen Ofen, ansonsten... Ja, wobei, das Schloss brauche ich jetzt ja eigentlich nicht mehr. Wobei, das müsste ich eigentlich erst mal vorher ausprobieren, bevor ich hier großkotzig rum... Alter, ich brauche erstmal ein Feuer. Ich sehe nichts, ey. Feuer.
Oh Mann, ey, ist das dunkel, ey. Also rein theoretisch, wenn ich von außen dieses Zahlenschloss da dran pappe, ne? Dann müsste ich ja eigentlich... Habe ich jetzt das Campfire gebaut? Da, da ist das Campfire. Hammergeil. Alles klar. So, so, wo setze ich das denn mal hin? Ich würde mal sagen, das kommt so hier so in die Ecke. Und zack. Campfire E. So, wie vor... Lol. Moment. Ich wollte das nicht anmachen. Ich wollte nicht. Ich wollte das Campfire nicht. Nee. Moment mal. Lol. Ach, ich mach das so an und aus. Okay. Mit E mache ich das Campfire... Nee, aber wie mache ich denn... Wie mache ich denn... Hä? Use hold down? Wie lege ich denn was da drauf? Ich würde jetzt gerne mein Fleisch irgendwie... Ach, hier, da. Open fire. So. Okay. Was haben wir hier denn? Zweimal Holzkohle liegen da schon drin. Ach so, weil da Holz drin ist. Ach so, das Holz wird da automatisch damit reingelegt. Okay. Okay, ich tue mal. Ich tue mal meine 4 Fleisch hier rein irgendwie. Keine Ahnung. Ich tue mal 2 von meinen 4 Fleisch da rein. Und schmeiß mal das Feuer an, würde ich sagen. Der Schatten ist zum Glück überhaupt nicht creepy oder so. Bin ich ja froh drüber. So, wenn hier ein Typ reinkommt, den mach ich nieder, ey. Kann ich jetzt eigentlich mit meinem Hammer hier das eigentlich aufrüsten? Make Metal. Okay. Jawohl. Ich upgrade gerade meine Holztür zu einer Metalltür. Wieso kann ich das denn machen? Brauchte ich dafür irgendwie nur diese Ohrs, die ich irgendwie schon habe? Erstmal eine Metalltür. Hammergeil. Open Door. Das sieht jetzt aber nicht so wirklich nach einer Metalltür aus, aber okay. So, was sagt das Feuer? Wieso kann ich da jetzt nicht mehr... What the fucking hell? Wieso kann ich... Ich kann das nicht mehr draufklicken. Open Fire. Hm. Aber ein bisschen mehr Holz drauf. Ja, mit so viel Holz wollte ich jetzt nicht drauf tun. Ich wollte da... Kann man das mit rechts irgendwie nicht mehr splitten? Hier split. Warte mal, so. Und dann hier rüber. Okay, aber geil. So kann man das irgendwie splitten. Naja, bisher tut sich bei den beiden Fleischstücken noch nichts. Ich weiß nicht, ob die jetzt schlecht sind. Auf jeden Fall haben wir unsere... Da ist das jetzt eine Steintür. Warte mal. Make Metal. Hm. Haben wir unsere haben wir unsere Holztür jetzt echt zu einer Metalltür ausgebaut? Das sieht mir irgendwie so nach Stein aus, besonders Metall. Ich hatte doch gar kein Metall außer diese rohen Erze. Oder zählte das auch? Na egal, soll mir recht sein. Ist halt jetzt eine bessere Tür. So, wie mache ich das jetzt mit meinem fucking Schrank eigentlich? Kann ich den eigentlich bauen? Tool Cupboard war das, glaube ich, oder? 1000 Wood. Okay, wir brauchen auf jeden Fall mehr Holz, anders geht das nicht. Wir müssen auf jeden Fall noch unser Schloss anbringen. Und das Tool kaputt war, damit ja kein anderer was bauen kann. Da dürfte die Bude erstmal halbwegs sicher sein. K
kann ich denn schon diese Storage-Ding anbauen? Sleeping Bag, 50 Claws. Ach verdammt, ey, 50 Claws brauche ich dafür, okay. Eine Bandage. Oh, aber geil, ich könnte Bandagen machen. Wood Storage Box. Bauen wir doch mal so eine Wood Storage Box. Dauert doch nur 30 Sekunden, das geht ja. Und Spaß, wenn irgendjemand durch die Tür kommt, ich mache ihn instant weg. Nein, ich will nicht... Ach. So, mal gucken, was haben wir hier? Hm. Ich habe Schiss, wenn ich das esse, dass ich dann irgendwie vergiftet werde oder so. Da tut sich auch aktuell nichts. So, den Hammer, den brauchen wir erstmal nicht mehr. Mal gucken, die Storage-Boxen. Und wo würde ich dir denn hin tun? Ich würde mal sagen, hier so in die Ecke, oder? So. Open. Okay, hier kann man dann die Sachen reintun. Alles klärchen. Ich glaube, der hat ganz schön lange Nacht, ne? Die Hälfte der Nacht ist circa rum. So, mal gucken, was macht unser Essen? Ja, hier tut sich einfach nichts. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie noch besser werden kann. Ich habe echt gehört, dass das ganz schön lange dauern kann. Aber okay. Das sieht man, glaube ich, auch gar nicht so sehr von draußen, oder? Ich glaube nicht. So, warte mal. E. Nein, ich will das Ding nicht. Code Lock. So. Change Code Lock. Will ich machen. E. Okay, was machen wir? 5, 8, 3, 1. Alles klar. 5, 8, 3, 1 ist unser Code. So, wenn ich das auch machen möchte. Lock. Okay. Aha. Warte mal. Kann ich jetzt? Lock. Und dann die Tür zu. Alles klar. Ja, Moment mal. Was soll die Scheiße denn? Ich kann die Tür auch einfach aufmachen. Also eigentlich ist die Tür jetzt locked. Aber ich kann die Tür einfach aufmachen. Open Door. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich muss doch selber auch den Code eingeben oder so. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso kann ich einfach die Tür aufmachen? Also eigentlich kenne ich das so, dass... Also ich meine, ich habe gerade den Code eingegeben. Der Code ist natürlich dafür da, dass ich den selbst auch immer eingebe, um zu beweisen, dass ich bin. Also die Tür ist jetzt gelockt, aber wieso kann ich die einfach aufmachen hier? Zack. Was ist das denn, ey? Ey, was stimmt hier nicht? Open Door. Hä? Verstehe ich nicht. Change Lock Code. Lock. Jetzt ist die Tür gelockt. Verstehe ich nicht. So, hat sich hier mittlerweile was getan? Nö. Nix. Absolut gar nichts. Hm.
Unlock with code. Okay. What the fuck? Also irgendwie scheint dieses Code-Ding noch nicht wirklich zu funktionieren oder wie. Aber in dem Video, was ich gesehen habe, hat das funktioniert. Wieso kann ich denn einfach die Tür aufmachen, ohne den Code eingeben zu müssen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das hier noch nicht so richtig funktioniert. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe so das Gefühl. Also die Tür ist jetzt gelockt, aber ich kann die einfach so aufmachen, ohne diesen scheiß Code einzugeben. Ja. Tja, ich bräuchte jetzt eindeutig jemanden, der das irgendwie für mich testet. Kann natürlich sein, dass es bei mir sowieso immer funktioniert. Hallo? Campfire? Wieso sehe ich jetzt hier das Campfire nicht mehr? Soldat! Wieso kann ich nicht mehr hier reingucken? Wollt ihr mich verarschen? Wieso bekomme ich jetzt nicht mehr das Campfire angezeigt? Ich will die beiden Stück Fleisch da... Immer diese verbackten Alpha-Dinger, leck mich doch am Arsch, das kann doch nicht so wahr sein. Ah, sehr gut, es wird wieder Tag. Kann ich das Feuer eigentlich erstmal wieder ausmachen? So, geh aus. Hallo? Ich sagte, geh aus. Ey, du Mistding, geh aus. Ja, das Feuer weigert sich auszugehen. Sehr gut. So, ich gehe jetzt mal einfach durch die geschlossene Tür. Sehr gut. Durch die gelockte Tür, möchte ich anmerken. Gehe ich jetzt einfach mal so durch. So, das Feuer kann ich da drin gerade auch nicht ausmachen. Sehr gut. Ja, so eine verfickte Scheiße. Wieso funktioniert das denn nicht? Vielleicht muss der Server auch irgendwie, ich kann doch irgendwie gerade... What the fucking, hä? Ich sammle auch irgendwie gerade gar kein Holz mehr. Hat der Server einen Abgang gemacht? Irgendwas stimmt hier nicht. Das würde natürlich erklären, wieso ich die Tür einfach so auf und zu machen kann, weil der Server einen Abgang gemacht hat. Ich kann die Tür nicht mehr aufmachen. Doch, jetzt, Alter. What the fuck? Unlock with code. Lock. Ich habe irgendwie das Gefühl, das hat der Server gerade einen Abbruch gemacht. Ich sammle nämlich auch jetzt gerade gar kein Holz mehr. Tja, keine Ahnung, ich könnte mich einmal kurz reloggen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich disconnecte mal. Mal gucken. So, jetzt könnt ihr schon schön sehen, auf welchem Server ich spiele. Auf Rustworld. Join Server. Jetzt bin ich aber gespannt, wo ich jetzt wieder rauskomme. Also irgendwie konnte ich gerade nicht mehr auf mein Lagerfeuer zugreifen, ich konnte kein Holz mehr abbauen. Ich denke, das war auch der Grund, wieso ich die Tür einfach auf und zu machen kann, weil irgendwie hat der Server nicht gespeichert, dass ich da die scheiß Schloss dran gebaut habe. So, ich bin wach. Das Lock ist da. Das Lagerfeuer ist aus. Sehr gut. Ich zücke meinen Speer. Er hat das Holz übernommen im Nachhinein. Okay, ich habe jetzt doch das Holz abgebaut. Das Lagerfeuer ist aus. Okay, kann ich mittlerweile darauf zugreifen? Ja, kann ich sogar. Ja, sehr gut. Das ist ja wirklich wunderbar. So, kann ich die Tür mal noch einfach so auf und zu machen?
Natürlich. Ohne Spaß, das Locken bringt doch so nichts. Oh, der Baum ist wieder da. Hatte ich den nicht irgendwie weggemacht? Okay, ich würde sagen, ich sammle jetzt noch ein bisschen Holz, baue dort das Ding hin, dass kein anderer da was hinbauen kann. Und, ja. Dann hoffe ich einfach mal, dass das Schloss bei anderen wirkt und die nicht einfach so die Tür aufmachen können. Das wäre mir sehr lieb, wenn ich zwar einfach, wobei das macht ja auch keinen Sinn. Das macht ja auch absolut keinen Sinn. Keine Ahnung, ich bin jetzt echt irgendwie gerade ein bisschen enttäuscht, dass, wobei, selbst wenn ich das Schloss anlocke, da steht ja Unlock with Code. Also ich glaube, das Schloss funktioniert aktuell noch nicht so richtig. Da steht ja Unlock with Code, aber wenn ich da draufklicke, dann wird das einfach so unlocked. Ohne, dass ich den Code eingebe. Also ich habe jetzt einen Code ausgedacht, aber ich kann das Schloss einfach so aktivieren und deaktivieren ohne den Code. Und ich kann die Tür auch einfach so auf und zu machen, selbst wenn das Schloss dran ist und rot ist. Das ist eigentlich auch nicht Sinn der Sache. So, ich habe jetzt eigentlich schon mehr als genug Holz. Ein bisschen nehme ich noch mit. Hier, komm. Ein bisschen geht noch. So. Hier, komm. So, komm, einmal noch und zurück geht's. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Es piept immerhin. Vielleicht habe ich ja Glück und es ist wirklich so, dass nur ich diese Tür jetzt auf und zu machen kann, weil ich dieses Schloss und diese Tür gebaut habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Keine Ahnung. Also irgendwie habe ich das Gefühl, als wird das hier nicht so weiter Fleisch. Ich weiß nicht. Okay, wo baue ich dieses Ding hin? Ich würde sagen, hier zentral in die Mitte. Vielleicht hier so hin. Keine Ahnung, vielleicht sollte ich es erstmal bauen. Tool Cupboard. So, das müsste es eigentlich sein. Ich baue es mal. Ach du heilige Scheiße, es dauert 2 Minuten. Ja, herzlichen Glückwunsch. Tja, ansonsten könnte ich mir schon mal über Inneneinrichtungen Gedanken machen. Wenn ich das hier hinsetze, könnte ich ja hier an der Seite so eine Treppe hinbauen vielleicht. Ja. Mal gucken, Stairs. So, Stairs, ja. Ach, das ist nur 2. Das ist natürlich... Habe ich das nicht 3 nach? Scheiße, ich habe das nur so gebaut. Ja, es ist natürlich, ja. Ja, das sieht ja dann schäbig aus, wenn ich das so mache. Nee, so geht das nicht. Wenn, dann muss ich irgendwie die Treppe hinmachen. Dass man halt irgendwie so da drauf kommt. Ah, da wollte ich eigentlich da das Tool-Ding hinstellen. Machen wir das mal so. Muss man quasi hier so vorbeigehen, kommt dann hier hoch. Das geht eigentlich. Da brauche ich das Tool-Ding. Ich weiß nicht, ob man durch diese Wände direkt durchgreifen kann. Ich weiß ja nicht, wie groß das Tool-Ding ist. Sonst würde ich ja sagen, baue ich hier einfach dann so eine Plattform hin und stelle das Ding irgendwie da drunter. Ich glaube, das ist schon ganz schön groß, dieses Ding. Ich glaube, dann stelle ich das Tool-Ding einfach da hin. Und gut ist. Bin ich aber gespannt, ob das Tor... oh. Haben wir ja kein Holz mehr? Wir haben echt kein Holz mehr. Das ist natürlich sehr gut. Tun wir noch Holz rein.
Na gut, jetzt kann das Ding eigentlich auch ausbleiben. Da tut sich eh nichts dran. So, das Tool kaputt ist fertig. Dann stellen wir es doch mal auf. Alles klar. Bin ich ja mal gespannt. Ja, das Ding ist ein bisschen groß. Ich stelle es mal hier so hin. Sehr gut. Auto size. Okay, mal gucken, was passiert. Clear auto sized list. Aha. No one will be able to build in this cupboard's radius. Okay. Add yourself to this cupboard's list so you can build within this radius. Alles klar. Bam. Alles klar, das hat schon mal funktioniert. Jetzt habe ich hier so einen schönen Schrank stehen. Den hätte ich eigentlich ein bisschen besser in die Ecke positionieren sollen. Und solange niemand an diesen Schrank kommt und da irgendwie was dran verstellt und ich hoffe, die Tür mit diesem roten Schloss hier hält, solange da niemand dran kommt und da irgendwas verstellt, kann hier in diesem Radius von, ich glaube, boah, keine Ahnung, 30 Meter oder so, sage ich jetzt einfach mal, oder vielleicht auch 15 Meter, kann nur ich etwas bauen. Das heißt, es wird auch schwer für Leute, sich irgendwie hochzubauen und sich irgendwie reinzubauen, weil jetzt kann nur ich hier etwas bauen. Das kann ich auch mal demonstrieren, indem ich, kann ich hier jetzt noch sowas draufbauen? Ja, ich müsste hier schon dann so einen Block hinsetzen. So, jetzt habt ihr gesehen, ich konnte diesen Block hier hinsetzen, aber kein anderer kann hier jetzt was machen. So, mal gucken, hat sich jetzt irgendwas Tolles getan? Nee, absolut gar nichts. Sehr gut. Hammergeil. Das funktioniert echt sensationell. So, komm, geh mal aus. Das Holz, das nehme ich mal wieder an mich. Die Holzkohle auch. Die zwei Stücken Fleisch nehme ich auch mal wieder an mich. So. Ich könnte ja irgendwas zum Testen drin lassen. Irgendwie. Keine Ahnung. Ich glaube, ich lege mal jetzt irgendwas in diese Kiste hier rein. Zum Beispiel diesen Bogen hier. Ja, zack. Ich lege mal diesen Holzbogen hier rein und keine Ahnung. Und ein Stück Fleisch. So. Das dürfte ja Lockmittel genug sein. Also ich werde jetzt eine Aufnahmepause machen und ich denke morgen dann erst hier weiter zocken. Ich muss noch ein bisschen was erledigen. Sollten morgen immer noch hier diese beiden Sachen drin sein, also der Bogen und das Stück Fleisch in dieser Kiste hier, dann nehme ich das als Zeichen, dass das Schloss doch seinen Zweck erfüllt, auch wenn es irgendwie nicht so den Anschein macht. Unlock with code. Ja. Lock. Ja, das funktioniert echt super. Change Code Lock. 5, 8, 3, 1. Okay, Lock. Ja, es funktioniert echt super. Leck mich doch am Arsch, ey. So, ich lasse es einfach auf Rot. Tja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben uns eine eigene kleine Bude gebaut. Wir haben auch schon einen Schrank, dass hier niemand anderes was bauen kann. Wir haben auch eine schöne Stahltür mit einem elektrischen Schloss, was hoffentlich funktioniert bei anderen, dass sie hier nicht reinkommen. Ja, und dann würde ich mal sagen, in der nächsten Aufnahmesession werde ich mal unser Häuschen ein bisschen aufbauen und dann vielleicht mal die Stadt da looten, wenn ich dabei denn nicht verrecken werde. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge Rust. Ciao!